Er wirkt zwar nicht so, aber ich denke, dass er super Kräfte hat. Felsman, ja. Mein Zimmergenosse Patrick Felsman. Marco zählt jetzt in die Kategorie Spezialist. Hör mal weg, Patrick. Okay, mein Stil ist, glaube ich, kämpferisch und kraftvoll und mit sehr viel Emotion. Und ja, also je heißer das Spiel ist, desto heißer laufe ich meistens. Und ich brauche den viel Körperkontakt und harte Spiele liegen mir mehr wie Spiele, wo jede Kleinigkeit abgepfiffen wird. In dem Kampfgeist und Ehrgeiz und Einsatz kann ihm kein Junge was vormachen, weil er ist immer mit 100% dabei. Er hat mir immer versucht, mich zu unterstützen, mir zu helfen, mir Sachen gesagt, Tipps gesagt und das schätze ich sehr näher. Angefangen mit dem Rückraum, Rückraum Mitte, Rückraum links und bin dann im Alter, Juniorenalter, bin ich dann auf den Kreis gekommen. Er war damals schon. Da war ich, glaube ich, 16 Jahre, also gerade am Sprung irgendwo in die erste Mannschaft ist er gekommen und hat da wirklich saugute Saison in Kärnten gespielt. Da war er damals mein Held und hin und wieder merkst du, wie er Augenzwinker kommt, wenn ich ihn mit Held begrüße, ist er ganz glücklich. Es macht immer sehr viel Spaß mit einem Zimmer, ist ein bisschen der Spaßvogel bei uns in der Mannschaft, egal ob freiwillig oder unfreiwillig. Irgendwie so ein Baby-Mann, also er ist, wenn man ihn sieht, 2-Meter-Riegel, wo eigentlich einstecken kann ohne Ende, wo man Spaß haben kann, wo dann hin und wieder ein bisschen oft am Boden liegt im Training, wo man denkt, ja, du bist so ein Mordsfleischberg, du immer am Boden liegen, aber dann immer ein Kämpfer ohne Ende, also steht immer wieder auf. Das ist ja der harmloseste Typ überhaupt, finde ich. Also, da beißen immer Leute immer gegenseitig hin und der Einzige, der sich so nie wehrt, ist eigentlich der Paco. Man soll aber erst nach ihm aufstehen und so circa ihm Zeit geben, bis er sich vorbereitet hat in der Früh. Bis er die Kontaktlinsen reingeben hat, weil mit Brille ist da. Er ist natürlich am längsten von uns allen dabei. Das sieht man ihm auch ein bisschen an, denke ich. Also, dass die Haare ein bisschen ausgegangen sind und so weiter. Für 1500 Personen hätte ich mal Sachertorte machen sollen und habe einen Teig angesetzt, ich glaube für 10 Torten und wie ich ihn ausgeklärt, also in die Tortenformen gehen wollte, bin ich draufgekommen, dass das Mehl fehlt und das war nicht so glücklich, da hat sich der Chef nicht so gefreut, aber gut, kann auch mal passieren. Ich könnte mir die Nationalmannschaft nicht ohne ihn vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.